DDR-Museen gibt es im Umland von Magdeburg einige. Aber man muss gar nicht so weit fahren, um in Nostalgie einzutauchen. Auch in Magdeburg gibt es einige Sammler, die dieser Leidenschaft frönen. Bei Heiko Oros im Norden der Landeshauptstadt liegen die Dinge aber ein wenig anders. Er sammelt vorwiegend Lebensmittel aus der DDR-Zeit, und zwar echte. Kommt man in die Wohnung von Heiko Oros, deutet erst einmal überhaupt nichts auf seine Sammlung hin. Der ist ein gar nicht mal großes Zimmer vorbehalten, in das der Hausherr seine Besucher führt. Und dann sieht man auch, dass die Sammlung nicht nur aus Lebensmitteln besteht, sondern auch einiges zum Beispiel an Technik und Waren des täglichen Bedarfs umfasst. Herr Oros, DDR-Kabinett. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, in dieser ja nicht übermäßig großen Wohnung, WBS 70, kann sich jeder Magdeburger was darunter vorstellen, da ein DDR-Kabinett, so eine Art kleines Museum einzurichten? Ja, an sich sehr klein, die Wohnung ist schon, stimmt schon. Nur hatte ich das große Glück, dass ich von der Nebenwohnung einen Raum dazu bekommen konnte, sodass wir jetzt also eine Vierraumwohnung hier haben, ist quasi ja dann die 11 Quadratmeter dazugekommen. Und in diesen 11 Quadratmetern habe ich dann mein Nostalgie-Kabinett eingerichtet. Ja, die Grundidee war ja, ich hatte die ganzen Sachen alle im Keller gelagert, in einer Kiste. Eine Kiste, zwei Kisten, drei Kisten. Und jeder Sammler, der irgendwas sammelt, weiß ja, wenn man was in Kisten sammelt, das ist keine Sammlung. Also das muss schon irgendwo zu sehen sein, das möchte man sehen, das möchte man jeden Tag sehen. Und dann hatte ich einfach die Idee, einfach unsere Schwiegermutter oder meine Schwiegermutter aus Halle hierher zu holen, nach Magdeburg. Und da sie aber drüben eine Dreiraumwohnung frei war hier nebenan, habe ich dann bei der MWG beantragt, aus unserer Wohnung eine Vierraumwohnung zu machen. Und die Schwiegermutter hat dann praktisch die Zweiraumwohnung gekriegt, sodass wir jetzt hier Vierraum haben und nebenan die Schwiegermutter auf dem Flur hat dann ihre Zweiraumwohnung. Und dann ist natürlich dabei mein DDR-Nostalgie-Kabinett entstanden. Das heißt, das sind zwei Wohnungen geblieben, aber der Zuschnitt wurde... Genau, es wurde nur der Grundriss geändert. Also quasi, wir haben jetzt hier diese Vierraumwohnung mit knapp 69 Quadratmeter und die Schwiegermutter hat ihre kleine Zweiraumwohnung. Das ist sozusagen ein Zimmer, ist jetzt ein Kabinett. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man natürlich, der Schwerpunkt sind Lebensmittel. Das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich. Die meisten sammeln Technik und alles Mögliche, manche auch Zeitschriften oder Eisenbahn. Und Sie speziell Lebensmittel, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also es gibt viele Sammler, es gibt auch viele Kabinette, die den großen Querschnitt haben, die alles haben. Und da ja der Platz sehr begrenzt ist hier bei mir und ich eigentlich mit einer Flasche Schnaps angefangen habe, das war also der Kern, diese eine Flasche Schnaps, wo damals die Sammlung begonnen hat. Die war sozusagen übergeblieben, ja? Die war noch übergeblieben, die habe ich 1994 habe ich die bekommen. Von jemanden und daraufhin hat sich dann meine Sammlung aufgebaut und hat sich dann, ich hatte auch erst am Anfang so querbeet durcheinander, aber als richtiger Sammler muss man auch ein Leitfaden irgendwie in seine Sammlung reinbringen und ich fand diese Lebensmittelgeschichte, fand ich da sehr witzig, weil das Sachen sind, die eigentlich von der Zeit her sehr anspruchsvoll sind. Das heißt also, wenn ich ein Paket Waschpulver mir hinstelle, das steht doch in 30 Jahren noch. Bei Lebensmitteln ist es schon schwierig, die Qualität und dass die eben nicht dem Altersverfall unterlegen sind, da zu sammeln. Also das ist schon eine schwierige Sache. Das ist auch eine kleine Herausforderung und das hat mir so richtig Spaß gemacht. Und darum besteht das jetzt meistenteils aus Lebensmitteln oder Alltagsgegenständen, so Haushaltsgegenstände. Die sogenannten Waren des täglichen Bedarfs. Genau. Ja. wer Sie es gerade angesprochen haben, der zeitliche Verfall von so einem Lebensmittel, das sind ja nur solche, die jetzt, wo keine Luft rankommt, also Konserven, haben Sie da was beobachten können, wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte, müssen wir ja schon sagen, verändert haben? Oder also, haben sie sich gar nicht verändert? Naja, also ich habe viele Lebensmittel, die sich kurioserweise und Gott sei Dank gar nicht verändert haben. Also die sind echt so geblieben. Also die Fischbüchsen, die Konservenbüchsen, die sind echt so geblieben, wie sie waren. Und ich habe einige Gläser, so mit Mischgemüse, wo eigentlich nur der normale Lichteinfall das leicht ergrauen lassen hat. Aber ansonsten sind auch diese Produkte, man kann es ja dann durch diesen Gläser noch sehen, da ist gar nichts dran. Dieses ist fast wie, wenn jetzt nicht das Etikett wäre, VEB Thüringer Mischgemüsewerk, würde man gar nicht so auf die Idee kommen und denken, Mensch, das ist ja noch schon 30 Jahre alt oder was?
Aber nun haben Sie ja nicht nur Lebensmittel gesehen, Sie haben zum Beispiel auch so ein bisschen Fototechnik. Ist das so eine Art Hobby von Ihnen? Das ist eine Begleiterscheinung meiner Sammlung. Also ich habe dann von vielen lieben Kollegen oder Freunden doch die ein oder anderen Sachen bekommen, unter anderem dann auch ein paar Kameras. Und die waren dann nachher, ja, das war eine, zwei Kameras. Eigentlich wollte ich sie nicht sammeln, ich wollte sie dann einen Sammler verschenken. Aber die sind dann immer mehr geworden und so, dass dann komplette Kameraserien draus geworden sind. Hier diese schöne Beretta SL100, genau. 200, 300, 400, das komplette Programm. Und das fand ich dann eigentlich, ja, das hat mich dann doch noch ein bisschen angetan. Und da habe ich die einfach behalten und habe die dann noch mitgesammelt, ja. Und auch ein paar Filmkameras habe ich auch schon gesehen. Ja, da sind ein paar russische bei. Ja, es ist so schön zum Aufziehen. Also es ist ganz witzig, genau. Wo ich immer denke, meine Güte, ja, mit einer großen Kurbel zum Aufziehen, denke ich, das ist ja... Aber ja, so eine Batterie liefen sie auch nicht, denn die Belichtung lief ja über so eine Knopfzelle, die runterkommt. Ja, die einen, ja, aber die eine, die ist wirklich nur zum Aufziehen. Das ist eine russische, nur zum Aufziehen. Schon mal mit der Hand einstellen. Made in UdSSR, genau. du sitzt ja nicht ganz allein in der Wohnung, Sie sind ja verheiratet. Ja. Ich habe nur zwei Kätzchen hier, die müssen wir auch noch aufpassen, dass die nicht runterreißen. Aber was sagten Ihre Frau dazu? Naja, am Anfang hatte meine Frau das natürlich gar nicht gefallen mit dieser Sammlung, weil sie immer sagt, ihr Spruch war aber früher, der alte Krempel, den andere wegschmeißen, den sammelst du. Ja. Aber mit einer Weile ist es so, dass wir viele Sachen auch auf Flohmärkten oder so oder von Sammelfreunden kriegen, wo sie sagt, Mensch, das hatte ich früher auch. Also dieser Bezug zu meiner Sammlung ist natürlich im Laufe der Sammelleidenschaft mehr geworden, weil ich auch Produkte gesammelt habe, zu denen meine Frau einen Bezug hatte früher. Und dadurch habe ich natürlich das Glück, dass meine Frau jetzt meine Sammlung auch voll unterstützt und teilweise sogar selber Sachen mitbringt für mich. Wo kriegen Sie eigentlich, wir hatten jetzt eben schon mal kurz die Flohmärkte erwähnt, wo kriegen Sie, sagen wir mal, die Produkte, muss man ja sagen, her? Gibt es da Tausch unter Sammlerfreunden oder gucken Sie mal da, mal da? Es gibt ja einen interessanten An- und Verkauf dann, den hatten wir in unserer letzten Sendung drin, in der Keplerstraße. Der hat die ja, ist bekannt, ja. Ich habe viel ist ja also von auch ich muss mal sagen von eBay ist viel von eBay, also bei eBay wird doch noch das ein oder andere angeboten. Nur was mir da nicht gefällt ist, dass die horrende Preise wirklich für die ein oder anderen Sachen haben wollen. Ich habe ein Paket Kaffee von Rondo hier, also von Röstverein Magdeburg, ja, habe ich für 36 Euro ersteigert, ein kleines 50 Gramm Päckchen. Das ist natürlich schon. Das meiste bekommt man aber wirklich noch auf Flohmärkten oder über Sammlerfreunde, dass man sich austauscht, sagt, ich habe das doppelt, dann geht das schon mal ein bisschen hin und her. Haben Sie du jetzt, sagen wir mal, der kleine Raum ist ja nur begrenzt, da ist ja nicht mehr viel Platz. Wollen Sie die noch irgendwie ein bisschen erweitern, die Sammlung, oder sagen Sie sich, Mensch, ja, nee, nur noch ein paar ausgefallene Stücke? Naja, es stimmt schon. Also ich meine, knapp 11 Quadratmeter sind schon relativ begrenzt. Aber ich würde dann sicherlich, wenn es jetzt um Lebensmittel geht oder so, würde ich sicherlich dann noch ein paar andere Sammlerstücke, die jetzt nur so am Rande mit sind, wie meine Radios oder so, die würde ich dann auslagern. Beziehungsweise würde meine Sammelfreunde, die ich so kenne, die auch diese Radios und so sammeln, die würde ich dann eintauschen, weil speziell wirklich nur für mich jetzt Lebensmittel und Haushaltsgegenstände interessant für meine Sammlung sind, ja. Also da hat man so täglich im Leben. Genau, diese Sachen, die man so täglich in der Hand hatte, wo man sagt, ja, das habe ich früher in der Hand gehabt, und viele, die bei mir ins Museum kommen, bei mir ist es ja so, man kann alles in der Hand nehmen bei mir. Das heißt, das ist nicht so steril hinter Glas. Ja, ich mache die Vitrine auf, und wenn dann letztens war, hatte ich einen Besucher gehabt, der hat das Päckchen Rondo in der Hand gehabt. Vor 30 Jahren hatte ich das letzte Mal, der hat richtig, also dieser Tastsinn, der damit dazugehört, also ist ja nicht nur das Sehen, ist ja auch das, man fässt ja auch gerne, und so diese Erfahrung, das finden diese Besucher, oder das finden die Besucher bei mir ja in meinem Museum auch ganz toll, dass die auch alles noch anfassen können nochmal, dass die nochmal sehen, das hatte ich vor 20 Jahren, vor 30 Jahren das letzte Mal in der Hand, und so dieses Gefühl, da kommt ein ganz anderes Gefühl auf, als wenn man es nur sieht, ja, das ist diese... Wenn Sie gerade sagten, Besucher, du bist ja hier, das ist nicht so öffentlich zugänglich wie andere Museen. Wenn es jetzt Interessenten gibt, die jetzt vielleicht nach der Sendung sagen, Mensch, das muss ich mir unbedingt mal angucken, wie zugänglich ist denn die Sammlung? Ich meine, jeder will ja natürlich seine Sammlung zeigen. Das ja, natürlich. Bei jedem Sammler so. Das ist bei Sammlern natürlich so, dass man sammelt für sich sicherlich, aber man möchte es natürlich auch Interessenten zeigen.
Mittlerweile ist es so, das hat sich ja nur schon ein bisschen rumgesprochen, sage ich mal, also jetzt hier im Wohngebiet oder ein bisschen regionaler durch den einen oder anderen Zeitungsartikel, genau, zweimal Volksstimme und einmal MDR. Dort war meine E-Mail-Adresse und auch meine Telefonnummer. Habe ich übrigens auch sehr viele schöne Exponate dann noch bekommen. Und meistens ist es dann so, dass diejenigen dann anrufen und sagen, Mensch, ich habe da noch die und die Kleinigkeit, würde mir gerne ihr Museum angucken. Und dann machen wir immer so richtig schön, dass ich dann eine kleine Führung in mein Museum mache. Wir erzählen ein bisschen schön über die ganzen Sachen. Und meistens fällt dann für mich doch immer das ein oder andere Exponat noch für meine Sammlung ab, ja. Aber ganze Schulklassen können Sie nicht hier durchführen. Ich hatte mal eine Schulklasse, eine kleinere Schulklasse, aber das war meine Ausnahme. Also ansonsten, da das ja sehr privat ist, das heißt also mitten in einer Wohnung, man möchte ja nun auch nicht, ist ja nur quasi durch die Wohnung durch. Die Kinder beaufsichtigt. Ja, genau, das wäre natürlich, das ist ein bisschen viel. Aber man kann sich an Sie wenden und wir machen den Termin mit den Interessenten oder so. Man kann sich, genau. Wir blenden die Adresse, also die E-Mail-Adresse mit ein. Genau, die E-Mail-Adresse beziehungsweise die Telefonnummer und dann kann man auch gerne anrufen und dann können wir auch mal, das ist jetzt nicht so. Würden Sie noch irgendwas gerne sagen wollen, was ich jetzt nicht gefragt habe? Tja, es ist schwierig, also. Manchmal nimmt man sich vor, das würde ich noch rüber transportieren. Ja, wichtig ist, also was ich jetzt festgestellt habe, jetzt in Bezug auf DDR-Sammlung, ist, dass das jetzt natürlich aufgrund der langen Zeit her immer weniger wird, also die Exponate. Also wo ich vor 10 oder vor 15 Jahren, sag ich mal, noch eine Auswahl von 20, 30 Sachen hatte, wenn ich jetzt ein bestimmtes Produkt suchte, da habe ich jetzt, wenn ich Glück habe, im Monat vielleicht nochmal ein oder zweimal die Möglichkeit. Ja, das ist natürlich jetzt aufgrund der Zeit sehr wenig geworden. Aber ich bemühe mich da eigentlich immer noch dran zu bleiben und die einen oder anderen Exponate dazu zu kriegen. Denn ein Sammler, der aufhört zu sammeln, den gibt es, erstmal gibt es den nicht und ich glaube, wenn man aufhören würde zu sammeln, dann würde man nach einer Weile keine Freude mehr an seine Sammlung haben. Ja, die muss ja doch ein bisschen wachsen noch. Und so darf man annehmen, dass die eine freie Wand irgendwann auch noch ein Regal oder eine Vitrine schmücken wird, wo sich dann vielleicht auch weitere originelle Stücke wie diese finden werden. Es gibt eben heutzutage nichts, was es nicht gibt. Bei den aktuell rund 1000 Stücken wird es der 43-Jährige, der passenderweise bei einem großen Glasbaubetrieb südlich Magdeburgs arbeitet, nicht bewenden lassen.